Danach gucken wir mal weiter. Allow me to demonstrate the skill of Shaolin, the special technique of shadow boxing. Come on, you're amazing! But we had one more important sound we wanted you to hear. Skills and styles, I will get wild. Das waren jetzt die Southside Rockers auf dem Tape. Wo ist das aufgenommen worden? Das ist beim letzten Battle of the Year in Celle gewesen. Okay, und das ist also jetzt eine von den Gruppen, die du hast. Und was machst du mit denen? Also wo kann man sich das vorstellen, wo die vermitteln? Also du wirst versuchen, diese Gruppen zu vermitteln. So, ja genau, also ich sag jetzt mal pur kommerziell. Das heißt, wir machen da klar Unterschiede. Es sind keine Hip-Hop-Jams, für die wir die vermitteln wollen, sondern die Jungs sollen auch ein bisschen Kohle verdienen. Es geht um Messeauftritte, Support für Konzert und all sowas. Gibt es sowas schon in der Art? Also gibt es schon Agenturen? Oder? Also ich weiß eigentlich von keiner professionellen Agentur, die sich speziell für die B-Boys kümmert. So. Okay. Was ich jetzt weiß, was die B-Boy-Szene angeht, ist ja Kommerz, ist ja so ein Wort mit roten Fahnen davor. Also viele haben da irgendwie ein Problem damit. Wie sieht es aus, die Resonanz? Gibt es schon eine Resonanz, dass Leute sagen jetzt Ausverkauf von den drei Hip-Hop-Elementen oder wie? Wie wird das? Ja, das ist halt unterschiedlich, auch bei den Breakern irgendwie, aber viele sind auch der Meinung, die haben jahrelang dafür trainiert und gearbeitet, und wenn du dann mit deinem Hobby irgendwie Geld verdienen kannst und aber noch klar den Schnitt ziehst zu den Underground-Hip-Hop-Jams und dort für Lau auftrittst oder für Fahrtkosten, aber auf der anderen Seite für irgendwelche großen Messenauftritte Geld verdienst, ist es okay für die meisten. Okay. Ich würde sagen, für die Leute, die mit so viel Information nichts anfangen können, zeigen wir nochmal ein Video. Vielleicht eins aus der Zeit. Lass uns doch mal Planet Rock angucken. Okay? Alles gut.